Oh, are your allergies acting up? Oh, no, it's all the dust in the front room. But sweeping makes my back ache, so I've turned a blind eye for months now. But that's exactly what I'm here to help with, Grandma. Then would you mind showing those dust bunnies the front door? There's a broom in my room you can use. You wait out here. Those dust bunnies have no idea what's coming for them. I'll have to move this rug to make real headway. Whoa! Is that an actual trapdoor? Jeez, Grandma! What are you keeping down there? So, the trapdoor under the rug? Hmm? What is it for? Preserves and pickles? Or old machinery? It's not important, honeybee. Will you be out and about tonight? Probably, but Could you fetch me some moonflower? It only blooms after sunset. You'll know it by the white blossoms. See, my moonflower tea blend makes me feel so healthy. I get a blush on these old cheeks. Go right past Parker's workshop into the woods and you'll find what you need. I feel like I'm getting redirected here. At my age, it's awfully hard to hear certain things. Did you put the rug back in place? Yes, Grandma, but are you brewing moonshine down there? You can tell me if you're brewing moonshine. I can already taste that tea. That was normal. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Wild Flowers. Ein wohlgebrühtes Geheimnis. Gehe nachts in den Wald und pflücke eine Mondblume. Okay. Sie hat was gesagt von der Werkstatt. Achso, nee, das bin ich ja. Ich will immer sagen, das ist das Ziel. Sie hat was gesagt von der Werkstatt, von der aus man zum Wald kommt. Also nehme ich mal an, dass sie das hier meinte. Aber das ist doch, soweit ich weiß, keine Werkstatt. Aber ich nehme mal an, hier oben dieses Waldstück, meint Oma. Da wir einen neuen Tag haben, will ich aber noch mal kurz gießen. Ganz wichtig. So. Kartoffeln müssen ja nur gegossen werden und der Rest, den macht die Natur von alleine. Haben sie mir alle mal wieder gesagt. Ist ja letztendlich auch so, muss man ja jetzt auch sagen. Also jeder, der schon mal was auf dem Balkon angebaut hat oder generell bei sich irgendwie was angebaut hat, der weiß das. So, ich würde gerne mal eben gucken, haben wir hier noch irgendwas? Oh, Hallöchen, dich könnte ich für eine Pilzsuppe gebrauchen. Du bist so groß, ne? Habe ich mir schon gedacht. Aber das könnten wir noch mal eben hacken, weil wir brauchen ja, glaube ich, noch 3 Teile, wenn ich mich richtig erinnere. Also 3 Stück Holz. So, 2 Holz und 3 Holz. Sehr schön. Dann können wir nämlich die Sache mit ran an den Schuppen auch machen. Ach, es ist früh am Morgen. Ich dachte, wir haben jetzt abends, weil sie ja gesagt hat, wir sollten abends dahin gehen. Steht hier eigentlich drin, dass ich dahin muss? Ran an den Schuppen? Hinweis anzeigen? Stelle sicher, dass das Gebiet... Ja, toll. Ich kann das aber nicht befreien, weil ich das ganze Zeug hier ja gar nicht wegmachen kann. Das ist doch scheiße. Jetzt habe ich das alles so schön gesammelt. Aber ich kann das hier nicht machen. Ich kann ihn nochmal ansprechen, aber ich kann nichts machen. Ich spreche nochmal eben mit Oma. Oma hat aber wieder nur Kartoffeln im Kopf, so wie es aussieht. Nee, ich Tell me, honeybee. Does Arthur mind that you left your job in the city to come help me? Well, I didn't really leave my job. My job left me. Our site got acquired, but the new parent company just wanted our subscriber list, not our editors. Maybe Dad wishes I was using my degree in a new job in the city. But then who would help you here? He's not going to come do farm work. That's for certain. Your father has the blackest thumb I've ever known, even when he was a boy.
Oh, we were sad when he left. But the garden sure wasn't. Oma ist cool. Sagt die dann noch was Neues? To the woods at night to pick the moonflower. Na gut, mehr sagt sie nicht dazu. Okay, Oma, dann mache ich mich mal auf. Ich finde es nur doof, weil man hier nichts wegmachen kann. Das ist so, Das kann ich jetzt nicht richtig einordnen, ob ich jetzt irgendwas übersehe oder ob das tatsächlich so nicht funktioniert jetzt aktuell. Sind die alle noch nicht da, ne? Wir machen erst alle irgendwie um 9 oder was weiß ich was auf. Ja, 8 Uhr morgens ist ja jetzt nicht mitten in der Nacht, also. Oh, Leute, ernsthaft. Ja, das ist der Werkzeugschuppen, den sie meinte. Aber wir werden diese Blume nicht finden, weil wir jetzt nicht nachts haben. So. Wir können aber hier ein bisschen Holz hacken, damit wir dann schon mal für andere Sachen Holz haben. Weil ich befürchte, dass wir das noch sehr, sehr oft brauchen werden. So. Eine Erdnuss. Ist hier hinten auch noch was? Nee. Alterchen. Shelby. Deinen Namen kann ich mir merken. Aber auch nur, weil er wirklich so ist, wie er ist. Wer bist du denn? Hallöchen. Habe ich schon mal mit dir gesprochen? Oh, I meant to ask you. Have you met Parker, the carpenter, yet? He really helped turn the ruins of the old church into a wonderful new consciousness center for our members. Ja, ja, ja. Ich sag ja, der Typ aus der Kirche. Oder Kapelle oder keine Ahnung, was das sein soll da. Hi. Kann ich dir was verkaufen? Moment, ich guck mal eben. Die wollte ich eigentlich... Die bringen auch nicht viel, davon mal abgesehen, ne? Moment. How long have you lived in Fairhaven, Shelby? Long enough to know I prefer the peace and quiet of the woods to town. I don't mind when your Gram comes for a visit, though. She knows when to take her leave without needing a hint. Oh. Okay. I, guess I'll be on my way. Ja, wir lernen das wahrscheinlich auch noch ganz schnell, so wie es aussieht. Da können wir hacken. Ich schau mal eben, ob wir hier oben doch noch irgendwas anderes kriegen können. Der sieht aber nicht so aus. Dann hacken wir hier oben noch mal ein bisschen. Ich weiß, das ist jetzt nicht so dolle. Ich will jetzt auch nicht meine ganzen Folgen damit verbringen, hier immer irgendwie Holz zu hacken. Nur, ich sag mal, wenn wir jetzt unterwegs die Möglichkeit haben, was zu kriegen, und wir werden garantiert noch viel Holz brauchen... Alleine schon, wenn ich daran denke, was wir da in die Scheune stecken müssen. 8.40 Uhr können wir uns so langsam wieder aufmachen, zurückzugehen, glaube ich. Ich habe jetzt keine Ausdauer mehr. Keine Alraune oder irgendwas? Moment, da guckt doch irgendwas raus. This is the moonflower bush. But I guess I can't pick the flowers until tonight. Ach, da kommen dann die Mohnblumen. Ich dachte, das wäre jetzt was anderes. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Sehr schön. Ich habe noch keine Ahnung, ob das funktioniert. Wahrscheinlich nicht. Okay, so I met everyone in town and reported back to Otto. So, is he super into keeping tabs on everyone? More than the last mayor, I guess. But strange things do happen here sometimes. Things you can't really explain. We gotta look out for one another. Aber das ist doch gut, denke ich mal, oder? Gemüsebeet, was macht er denn mit meinem Gemüsebeet? Vergrößert er das auch? So. Entferne im eingezäunten Bereich alle Bäume und den Schutt. Ja gut, aber den Baum kann ich nicht entfernen. I can make a bigger shed, but you'll need to clear out all the trees and rocks from the area I've roped off. Ach so, mit Schutt meinen die Steine. You come back and let me know when you've cleared out all the trees and rocks there, and then we can talk business. Brauche ich denn dafür vielleicht etwas Besseres? Was ist denn das? Das möchte ich jetzt aber auch mal wissen. Hier, 1500, ihr könnt mich doch mal... Eine größere Fläche, die du mit Beeten füllen kannst, okay? Kann man nicht so richtig erkennen, wo das jetzt sein soll. Ob das jetzt davor sein soll, wo jetzt die Bäume sind? Zeig mal. I could make this whole area a place for gardening.
but you'll need to clear out all the trees and rocks from the area I've roped off. Got it? You come back and let me know when you've cleared out all the trees and rocks there, and then we can talk business. Okay. Aber das, boah, das ist richtig teuer hier. Okay. Das können wir definitiv nicht machen. Die Frage ist, warum können wir das andere nicht machen? Also das Warum ist mir schon klar. Seid ihr jetzt alle gerade beim Unterricht? Ist mir scheißegal. Ich muss mal eben mit den Kindern reden. Can I ask you something? Did your grandma remember who you were when you saw her? Of course. Why? Oh. It's just, my grandpa doesn't remember me when we go visit him. Or sometimes he thinks Emmy is my mom. I'm really sorry to hear that. Yeah, it's just silly. Emmy doesn't even look like my mom. Hey, how much do you remember about polynomial factorization? What? Sebastian, I don't even remember what that is. That's what I told Miss Soft when she said I should pay more attention in Algebra 2. Algebra? Wer kriegt denn schon bitte Algebra beigebracht? Ich war auf dem Gymnasium da. Juliet's like always staring at Sebastian. Then the minute he looks at her, she looks away. Okay. Fair warning, Mom might try to overload you with food. Feeding people is, well, like her love language. Ja, ist doch nicht schlecht. Ich brauche ganz viel Essen. Hallo. So, Otto's getting to know you game. Isn't it charming? Oh, I wish we could do something like that in Milkwater, but there's far too many people for it to be practical. That's why I love living in a small town. Ach, die lebt gar nicht hier. Ich dachte, die leben alle hier, okay? Wieder was gelernt. Hey, Hübsche. Hey, Violet. Can I ask you about Maresoft's getting to know you game? It's so creepy, right? My dad totally didn't make people do that when he was mayor. Otto made a lot of changes since he took office, but he's mayor at least until this fall. For better or worse. Okay, also nicht alle sind so begeistert von diesen komischen Spielchen hier. Messenger Connor told me you said hello. I'm so pleased you two spoke. The building he transformed into the Consciousness Center was a real eyesore. And look at it now. He's a shining example of how to change a community for the better. Okay, Bäckerei hat mal wieder geschlossen. Mit ihm können wir noch reden. Hallo. Hey, if you ever feel like your blood sugar is running low, hit up my fiancé's bakery. His croissants are divine. A little too divine. I'm very lucky I have a fast metabolism. Natürlich muss der Typ schwul sein. Irgendwo ist das Standard, dass immer Schwule und Lesben in den Spielen dabei sein müssen. Und in den Filmen. Also Netflix schießt da gerade den Vogel ab. Was nicht heißt, dass ich was dagegen habe, aber irgendwie, weiß ich nicht, wird das zum Standard im Moment? Bleibst du mal? Hallo, bleibst du mal stehen? You know, there's quite a few of us who moved here from a city. Francis, Kim, Parker and Messenger Cameron, of course. We're taking over. Die Frage ist, wenn ich jetzt eine Axt bei dir... Ach so, kann ich gar nicht? Da bräuchte ich Kupfer. Dann stellt die mir die wahrscheinlich extra her, ne? Um Bäume aus dem härtesten Holz zu fällen. Okay, und die? Sie ist leichter und verbraucht so weniger Energie. Das wäre natürlich geil, aber 1000 ist natürlich... Hallo? Diese Verwässerte verbraucht viel weniger Energie. 3000, du kannst mich mal. Und kann Bäume jeder Größenordnung fällen. Okay, wo kommst du denn jetzt her? Have you met my boo yet? His shop is right next door. That is so nice. You must never get sick of each other, since you live and work so close together. Nope. Why, did he say something like that? I mean, Francis does like his quiet time. Ach, aber irgendwie sind die beiden ja schon sehr süß. Jetzt muss ich mal eben schauen. Moment, wir sind jetzt da. Das heißt, wir sind unten noch nicht rumgelaufen heute. Wir müssen ja irgendwie auch den Tag so ein bisschen hinter uns bringen. Weil das Problem ist, da kann man wohl nicht so dran drehen. Also wenn ich jetzt ins Bett gehe... Aua. Geht der jetzt nicht automatisch zu dem nächsten... Ja, geh doch rein, Mann.
So, you moved here to help out on Hazel's farm? Do you know anything about farming? Not even a little bit. Oh, don't sweat it. I'd only worked in my parents' kitchen before opening my own butcher. I mean, you've at least had a garden or potted plants before, right? Not really. Oh. Well, good luck. Ja, kein Thema. Aber dein Fleisch will ich nicht. Das, nee. Hin und wieder ist das noch in Ordnung, aber nicht... Ach, so ein Laden, der würde mich krank machen. So, how are your parents? Oh, I'm realizing I don't know their names. I always called them Mr. and Mrs. Doll. It's all right. You could call my dad Marcus now, if he still lived here. He's in a retirement home in Milkwater. And Lisa, that's my ma, passed away 8 years ago. I am really sorry to hear that. It's okay. All in the past, right? Naja, aber nur, dass sie gestorben ist. Nicht, dass er da im Pflegeheim lebt. Ach, die arbeiten auch alle wieder nicht. Hier können wir noch rein. Hallo. Ich finde meine Maus nicht. This is the homiest diner I have ever been in. Do you run it all by yourself? Oh, I've always been the only owner. Though my husband Giacomo used to help me. He passed 2 years ago. Pancreatic cancer. Oh, Sophia, I didn't know. Hazel was so sweet to me. She knew what it felt like on account of your Nano's passing. Also ich verstehe das nicht. Ich meine, gut, das Fleisch ist jetzt nicht so gesund, so en masse da, wobei die wahrscheinlich nicht alle kiloweise Fleisch kaufen. Und mit Zucker vollstopfen muss man sich auch nicht. Aber warum sterben die da bitte alle an irgendwelchen Krankheiten? Die sind in der Natur, die können sich bewegen, die haben da was zu tun und alles. Ich verstehe es nicht. You seem very cosmopolitan. Amira or Dr. Syed? Oh, gosh. Amira is fine. There's no need for formalities in a town with one restaurant. Fairhaven is by far the smallest place I've ever lived. But I've adjusted, and so will you. Nehmen wir mal einfach so hin. War hier unten noch was? Da sind wir. Ah, nee, das war die Kirche, ne? Ja. Das ist dann aber auch das letzte hier unten. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal am Strand ein bisschen gucken. Ich warte immer noch darauf. Hi, mit dir habe ich noch nicht gesprochen. Bleib doch mal hier. It's cool that you're helping Hazel with the farm. Are you planning to take it over one day? I still don't even know if I can make a single seed sprout. Give it time. When my pa ran the bar, I used to make a mess every time I tried to help out. And look at me now. Also für mich wäre das der absolute Traum, ganz ehrlich. Hier, ah, halt. Halt. Bleib hier. Jetzt sag mir bloß der... Nein, oder? Zeigst du mir das Angeln? Your grandma was always good luck on a boat back in the day. She had a heron's eye for spotting fish. But how can you see fish if they're underwater? She hasn't taught you much, has she? Potatoes? Here, take this rod. Keep your eyes peeled whenever you're near water for the shadows of swimming fish. When you see them near the surface like that, you know they're feeding. Trick is to get one of them to nibble on your hook instead of the bait fish they're chasing. How do I do that? You'll need some bait. Here are some worms. Hey, you're not the squeamish type, are you? You gotta hook your bait and cast your line. You'll feel when you got one and then reel it in. Wait, back up. How do I cast my line? You'll get the hang of it. The lake in the woods is a nice place to start. But take care, you hear? Don't go in those woods after sunset. I've seen things, well, you wouldn't believe me. My boy Otto didn't either till he saw it for himself. Just stay safe and come back and see me after you've given it a few tries. Okay. Achso, reden kann ich auch nicht. I think Lena's kids must have messed with the doors of the schoolhouse. She sure was in a temper last night. Was muttering something about the locks. Okay. Ja, wunderbar. Ich soll jetzt 3 Fische fangen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ne? Mit dem Symbol. Ach, jetzt geh doch mal da durch. Wir können hier auch direkt mal gucken. Aber gut, hier ist jetzt keine Angelstelle. Also hier am Meer, denke ich mal, werden wir nicht angeln können.
Aber ich wollte ja noch mal eben Ausschau halten nach Muscheln. Was ist mit dir eigentlich? Können wir dich irgendwie... Nö, können wir einfach nur durchlaufen. Schade. So, können wir hier noch irgendwas einsammeln? Hallöchen! Saferboy, Quatsch. Surfboy, Mann. What's your favorite wave you have ever surfed? Brah, that's like asking me to pick my favorite child. But Pavones in Costa Rica is like the longest longboard wave. It just goes on forever. Pure bliss, man. Da geht es aber ganz schön schnell hoch, das Herzchen. Oh, da haben wir was. I'm all out of strength. I could make or buy some food. Ernst. Or try again tomorrow. Das ist nicht dein Ernst, du blöde Kuh. Echt jetzt? Kann ich auch den Pilz einfach so essen? Nee, natürlich nicht, ne? Oh, jetzt kann ich hier noch nicht mal angeln. Da oben ist noch was. Kann man das eigentlich... Ah, ich kann es mit der Leertaste aufheben. Ja, cool. Ich suche immer so diese Abkürzungen. Also... ich kann hier ja nicht aufnehmen, ne? Damit ich nicht immer dahin muss und, ne? Immer mit der Maus draufklicken, weil so brauche ich die Maus eigentlich gar nicht zu benutzen. So kann ich quasi alles über die Tastatur machen. Das ist ziemlich cool. Moment, halt! Mit dir habe ich noch gar nicht gesprochen. Wobei, das kann ich, glaube ich, dann nicht, bleib doch mal stehen! Maybe I just don't have a good memory. But when I was little, didn't your farm look different? Probably. I was growing more kinds of crops back then. That was right after my mom left the farm to me. I was ambitious in those days. Tried growing a little bit of everything. Now I grow what actually suits the soil. Naja, ich meine, ne? Ich habe auch alles angebaut, was ich wollte. Bis auf das Apfelbäumchen, was ich versucht habe zu züchten, hat alles geklappt. Okay, hallo. Schnuffel, Wuffel. Also nicht Wuffel, Schnuffel. Oh, what a good bird. Ach, was auch immer. Kätzchen. Schnuffi, nicht Wuffi. So. Das ist wieder ein Krebs. Den will ich nicht. Ich will hier gucken, ob ich hier... da finde ich nichts mehr. Schade. Hier habe ich eigentlich immer was gehabt. Wir haben einen Pilz. Ach so, da müsste ich Reis kaufen, ne? Wenn ich bei ihr jetzt Reis kaufen würde. Jetzt muss ich mal gucken. Das war hier rechts. Ah, das will ich immer noch übernehmen hier. Wo laufe ich denn jetzt hin? Ja, doch, ist doch richtig. Einmal da. So, die Frage ist jetzt nur, wo war jetzt die eine? Die ist das, ne? Bei dir nicht abhauen, ich muss Reis kaufen. Aua. Die haben sogar Lollis, so wie es aussieht. Okay, Reis. Naja, gut. Ich will nicht vier kaufen, aber ich kaufe noch zwei. So, dankeschön. Ich habe deinen Namen vergessen, aber ist nicht schlimm, ne? So, mit ihm habe ich schon gesprochen. Mit denen habe ich auch alles gesprochen. Doch in der Bäckerei, meine ich, war ich heute auch schon, oder? Ehrlich gesagt bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber egal. So, dann versuche ich mir jetzt mal so eine Suppe zu machen. Gucken, ob ich das überhaupt hinkriege. Das war das Pilz irgendwas. Frage ist, kriege ich immer drei oder kriege ich nur eine? Ich gehe mal stark davon aus, dass ich nur eine kriege, ne? So. Ja, ja, ich krieg nur eine, natürlich. Wieso habe ich jetzt nur noch so wenig von der Suppe? Wollt ihr mich veräppeln? Das war doch sonst viel mehr. Ist doch die gleiche Suppe.
So, warte mal. Hier ist noch eine Angelstelle. So, Köder. Zack. Und was mache ich jetzt? Oh, quick! Wie denn? Oh, got one! Also rechte Taste, rechte Maustaste gedrückt halten. Ah! Bitterfisch, ein winziger Fisch, den man in der Nähe der Farm findet. Ein häufiger Fang. Verkaufe ihn an Bruno oder verwende ihn zum Kochen. Er ist eklig. Okay. Gut, aber wir haben zumindest schon mal unseren ersten Fisch gefangen. Da oben war doch auch so eine Stelle, ne? Ich würde gerne, ehrlich gesagt, im Meer was fangen, aber wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind. So. Einmal Köder. Also ich denke mal, dass wir die Köder dann wahrscheinlich bei ihm fangen müssen. Oh, quick! That one. Okay, also links habe ich jetzt nochmal probiert, ob ich damit eben den an den Haken ziehen musste. Das war nicht der Fall. Killifisch. Ein Strahlenflosser, den man in der Nähe der Farm findet. Gewöhnlich. Verkaufe ihn. Ja, das ist klar. Ist auch eklig, nebenbei bemerkt. Okay. Da war doch noch ein zweiter Fisch. Wo ist denn jetzt hin? Jetzt kann ich hier pro Teich nur einen Fisch angeln, oder wie? Da geht's runter. Oh, ja, aber da wollte ich jetzt nicht runter. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Meer runter. Um nochmal den dritten Fisch zu angeln. Beziehungsweise einen dritten Fisch zu angeln. Ach, hier haben sie jetzt auch abgesperrt. Das ist sehr gut. Moment, das... Nee. Da falle ich jetzt nicht rein, weil dann habe ich mich gleich wieder keine Ausdauer mehr. Nee. So. Ich bin jetzt wo? Da unten könnt... Da links ist ein Fisch angezeigt. Aber ich glaube, da komme ich nur ran, wenn ich von links ausgehe. Oh, Moment, hier. Also einfach nur linke Maustaste gedrückt halten, bis der drin ist. Oh, sag bitte, der Große beißt an. Nee, ich muss doch einmal links drücken, sonst klappt es nicht. Und dann die rechte gedrückt halten. Okay. Makrele, ein Meeresfisch mit gegabelter Schwanzflosse. Ein seltener Fang. Verkaufe ihn an Bruno oder verwende ihn zum Kochen. Ja, ich soll ja eigentlich verkaufen. Also werde ich das jetzt auch tun. Moment. Doch, da kann ich noch weiter nach rechts. Ist das schön. Es ist zwar auch viel Grinden, nehme ich mal an, mit der Zeit, aber es ist auch irgendwie, man kann dann immer eine schöne Runde durchs Dorf laufen und mit denen mal eine Runde quatschen. Und scheinbar sagen die einem ja immer was Neues. Das ist auch ganz nett. So, Bruno, sag bitte, dass du noch da bist. Wir haben jetzt gerade erst 2 Uhr nachmittags. Moment, der war aber jetzt oben. Nee, der war weiter rechts. Okay. Da. Er ist noch da. Oh, perfekt. Hier bleiben. Hallo, Bruno. Wonderful. You got the look of a lifelong angler in your eyes now. Oh, now here's a real challenge. Catching a certain fish is about the right bait, the right place, and luck. I got a hankering for some nice, fresh, striped sea bass. They're ocean fish, so you gotta go to the beach. They might go for a worm, but you'll have better luck with this. In the future, you can keep bait fish you catch to try and hook bigger and more valuable fish. Come back when you caught one. Okay. Bruno hat dich gebeten, einen Seebarsch zu fangen. Du findest ihn am Strand. Puh. Achso, nee, Moment. Ich wollte aber mal eben gucken, ob er auch Köder... Ja, er verkauft auch Köder. Genau, das habe ich mir schon gedacht. Rezepte für Fischfans. Naja, bin ich ja nicht. Kaulbarsch ist quasi für die Größeren, wenn ich das richtig verstehe, ne? Nehmen wir mal 2 von... Und wir nehmen noch einen von den Würmern. Es ist jetzt doof, weil ich gerne mehr gekauft hätte, aber naja, gut. Dann wird er nämlich auch noch ein bisschen gelevelt, hoffe ich doch mal. So. 2 Uhr nachmittags. Bevor wir jetzt die Folge beenden, werde ich jetzt nochmal
zum Meer gehen. Ist das hier unten auch eingezeichnet? Nee, nur auf der linken Seite. Und werde mein Glück einfach mal versuchen. Ob ich denn so viel Glück habe, weiß ich natürlich nicht. Dich hatte ich heute schon, ne? Aber ich streichle dich trotzdem nochmal. Kitty, was für ein einfallsreicher Name für eine Katze. So. Der Fisch war aber doch weiter. Ah, nee, hier. Da ist ein großer drin. Nehmen wir den mal. Bam, 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 bam. Na komm. Oh. Hol diesen kleinen nicht ein. Warte lieber darauf, dass der größere anbeißt. Ah, okay. Jetzt kommt der kleine. Oh! Ja! Na, komm, 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 komm. Ist das denn der richtige? Seebarsch, ein dunkler Salzwasserfisch mit reihenweise scharfen Zähnen. Ein epischer Fang. Oh Gott, ich habe den Epi gefangen. Verkaufe ihn an Bruno oder verwende ihn zum Kochen. Natürlich gehen wir zu Bruno. Sehr schön, sehr schön. Vor allem, dass das beim ersten Mal geklappt hat. Ich vermute sehr stark, dass das nie wieder beim ersten Mal klappen wird. Sondern, dass das tatsächlich nur ist, damit man, damit das am Anfang nicht so lange dauert. Bruno, bloß nicht zumachen, ich komme. Hallo. Oh, would you look at that beauty. What would you like for your prize? I would like a shower. Ganz viel Geld. Nah, smelling like cut bait is part of the life. You'll get used to it. Speaking of bait, here's some more. I've given you three different kinds of bait. Give them all a try. They'll catch different fish in different water. Happy angling! Oh, das wird ja noch richtig kompliziert. Moment, was haben wir jetzt? Also die Würmer, die haben wir jetzt genommen. Ich schreibe mir das mal eben auf für kleine Fische. Dann hatten wir, wie hieß dieser Fisch jetzt nochmal? Für den großen Fisch. Als Belohnung erhältst du Hurra. Achso, Rezept für Fischeintopf. Okay. Ja, sehr schön. Auch die Sache mit dem Angeln ist auch sehr schön. Achso, genau, hier kann ich das doch mal eben nachgucken. Kilifisch, Makrele, das waren die kleinen. Kaulbarsch. Nee, Kaulbarsch, das ist ein Köderfisch, oder? Gewöhnliche. Ach so, ja, ich habe den großen ja nicht mehr. Ja klar, dann kann ich auch nicht mehr nachgucken, wie der heißt. Okay, also, wir haben eine Holzfäller-Axt, eine Gießkanne und eine Angelrute. Das heißt, wir müssten irgendwoher noch eine Spitzaxt kriegen. Ach so, das war die Uhr wieder, okay. Moment, 3 Uhr nachmittags. Drum, drum, drum. Habe ich mit dir heute schon gesprochen? Anscheinend ja, okay. Weil die jetzt alle gerade schon wieder... Irgendwas fliegt mir ständig auf die Zunge. Weil die alle gerade schon wieder Feierabend machen hier. Da kam ich nicht weiter. Ich muss nach oben, ne? Aber ich muss trotzdem warten, bis es Nacht ist. Das heißt, dass ich... Sind die jetzt alle hier vorne? Ausdauer habe ich auch nicht mehr genug. Ich hoffe, die brauche ich jetzt nicht, um die Pflanze zu pflücken. Ja, bleibt einem wohl nicht allzu viel übrig. Ich gucke mal hier, ob hier noch irgendwas ist, was ich so mitnehmen kann. Also zum Pflücken, aber ich denke mal eher nicht. Ach, die Kleine ist auch da. Die ist echt cool, die ist nett. Also ich finde hier ganz viele Köder. Also ich vermute mal, ich hoffe mal, dass wir dann noch irgendwie so ein Netz oder sowas vielleicht finden. Beziehungsweise bekommen. Damit wir die dann auch selber fangen können. Das heißt dann aber im Umkehrschluss, dass wir dann wahrscheinlich auch irgendwann jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Achso, eine Schaufel noch bekommen, damit wir noch was ausgraben können. Ja, klingt jetzt doof, ich weiß, weil wir jetzt gerade mal 4 Uhr haben. Aber ich würde sagen, ich bleibe jetzt einfach mal ganz doof hier stehen und versuche mal
Ah nee, damit kann ich mich auch nur bewegen. Guck gleich mal in der Steuerung nach, ob ich irgendwie die Zeit weiterspulen kann. Und ja, mach einen kleinen Cut, warte darauf, dass es Nacht wird und wir sehen uns gleich wieder. So, also da sind wir wieder. Wenn ihr auf Escape drückt und auf Einstellungen, dann, da habe ich mal eben so ein bisschen mit rum experimentiert, könnt ihr die Spielgeschwindigkeit anpassen. Ich habe vorher die ganze Zeit entspannt drin gehabt und das ist auch für das normale Let's Play, sage ich mal, ziemlich gut. Das mache ich jetzt auch wieder rein, aber um das Ganze schneller laufen zu lassen, ist es ganz gut, auf Herausfordern zu gehen, weil wir haben nämlich jetzt Abend und wir können die Pflanze holen. Hello? Who's there? I probably shouldn't spy on strange people creepily creeping through the woods at night. Come along, Elder Hazel. Don't rush me, I'm coming. Grandma? Where did she go? She shouldn't be out here at night. Elder Hazel, this is the third time you've come to the circle without your robe and mask. This is an unacceptable risk. Bah! It's time for us to come out of hiding. The town won't be afraid of witches if they know that we're their neighbors. People seem nice. Until the day comes when they need a scapegoat for their troubles. Then, people become mobs. Well, I didn't bring Terra here so she could skulk around like she's doing something wrong just by being who she is. So you think your intuition was right then? She has the gift? When will she be ready to join us? Join them? You hear something? Uh-oh. Ja, ein wohlgebrühtes Geheimnis. Warten bis zum Morgen, um Oma nach dem Wald zu fragen. Das ist cool. Das ist einfach nur cool. Ja, wir haben jetzt 8:30 am Abend. Das heißt, das Warten wird noch ein bisschen länger dauern. Ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und dass wir das Geheimnis dann in der nächsten Folge erfahren werden. Wobei, eigentlich haben wir es ja schon so halb erfahren. Bis zur nächsten Folge. Ciao!